Der Oberrödinghauser Hammer in Menden ist normalerweise für Besucher nicht geöffnet. Daher nutzen wir die Chance, um am jährlichen Lichterfest einmal genauer hinzuschauen, wie hier früher geschmiedet wurde und wie engagierte Bürger diesen Hammer auch weiter erhalten wollen. Ja, wir sind hier im alten Oberrödinghauser Hammer. Das war einer der frühesten Hämmer in ganz Westfalen. Und die Familie von Dücker, die sich als Industriepioniere betätigt haben, die haben diesen Hammer errichtet. Und er ist für uns so eine Art Zweigstelle des Museums. Er gehört zu Wassereisenland. Und es ist ganz großartig, dass die Mitarbeiter von der Firma Rheinkalk-Leust ihn wieder zum Leben erweckt haben. Er ist 1955 das letzte Mal im Betrieb gewesen und jetzt ist es gelungen, die Wasserräder wieder zu betreiben und den Hammer zu beleben. Und das ist ein ganz großartiger Moment hier für uns. Wir sind hier am Standort seit 1896. Seit 1896 bauen wir Kalkstein ab und produzieren aus dem Kalkstein hochwertigen Kalk für verschiedene Industriezweige, zum Beispiel Stahlindustrie, Glasindustrie, Wasseraufbereitung. Wir haben ihn bis in die 50er Jahre genutzt, dann ist er ein wenig in den Dornröschenschlaf gefallen und in den letzten Jahren haben wir in Zusammenarbeit mit dem Museum der Stadt Menden überlegt, was können wir mit dem alten Hammer machen, haben ihn restauriert, haben den Hammerteich ausgebaggert, alles wieder in Funktion gebracht und sind froh, dass wir heute zum zweiten Mal unseren Lichterabend Das ist der Hammer durchführen können. Wir haben gedacht, dieser alte Kumpel, dieser alte Hammer, der macht das schon mit uns, aber er hat uns enttäuscht. Und wir mussten lernen, dass wir mit ihm reden müssen über das Jahr. Wir müssen ihn pflegen, wir müssen ihm das geben, was er braucht, nämlich viel Feuchtigkeit am Stamm, damit er auch hält. Und wir haben ihn jetzt verstanden und deswegen hat es heute auch wunderbar geklappt. Die größte Herausforderung ist, dass wir gar nicht mehr so ganz genau die Techniken kennen, mit denen damals dieses hier gebaut worden ist. Wir haben es gerade gesehen. Die Frösche müssen halten auf dem Wasserrad, damit der Hammer schwingen kann. Das Wasserrad muss instand gehalten werden, das Wehr muss instand gehalten werden. Das sind alles nicht unsere Kernaufgaben, wo sich Kollegen dankenswerterweise eingearbeitet haben, dieses durchzuführen. Das ist der Herr Cordes und mit dem Herrn Hummer heute Abend, unterstützt von dem Herrn Knauf, die sich dort sehr stark engagieren, hier in der Erhaltung des alten Hammers. Ja, es ist die Leidenschaft, sich einfach mit älteren, alten Sachen einfach mal zu beschäftigen. Und den Sinn eigentlich dahinter zu haben, dass man dies für die Nachwelt auch erhalten muss. Wir kümmern uns regelmäßig um die Instandhaltung des alten Hammers. Natürlich im Vorfeld einer solchen Veranstaltung etwas intensiver. Und ich gehe mal ganz, ganz stark davon aus, dass wir diese Veranstaltung, weil sie dieses Jahr so gut besucht war, im nächsten Jahr noch einmal wiederholen werden. Es gibt da herzlich viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Das Freilichtmuseum in Hagen war auch schon vor Ort gewesen, hat uns gute Tipps gegeben, dass wir das hier wieder umsetzen können, unter dem Aspekt Denkmalschutz. Also wir haben hier den ganz großen Vorteil, dass wir keinen Konflikt zwischen aktueller Nutzung und Denkmalschutz haben, da wir dieses Gebäude nicht regelmäßig nutzen, sondern nur der Öffentlichkeit für solche Vorführungen zur Verfügung stellen. Diesen Hammer zu betreiben, das war Zukunft und Vision und Verwirklichung von Träumen mit ganz viel Wagemut. Und das ist natürlich klasse, dass jetzt nach so vielen Hunderten von Jahren dieser Hammer noch mal wieder angeworfen wird und uns zeigt, dass wir immer den Blick in die Zukunft behalten müssen und dass wir das eigentlich aus der Vergangenheit, aus dem Mut der Industriepioniere für unsere Region lernen können.